Drücke, um dich hier rüber zu nehmen, damit du besser sehen kannst. Benutze R, um dich umzusehen. Drücke, um vom Geländer wegzugehen. Schade. Ist gerade kein hier. Was konnten wir hier gerade machen? Ach so, das für rüberlehnen, alles klar. Gehe zur Tänzerin und drücke, um ein privates Tänzchen zu bekommen. Ein Tanz kostet 40 Dollar. Oh Gott, dies klingt ja wie ein Mann. Nee, nehmen wir die da? Ja, nehmen wir jetzt einfach mal die da. Oder die? Komm mit mir. Ach, die haben wir jetzt schon bezahlt. Ah, okay. Na, gehen wir halt mal mit der da rein. Kann sein, dass ich jetzt was zensieren muss, Leute, wegen YouTube. Die sind da... Ja, ich muss zensieren. Ich muss zensieren. Tut mir leid, aber... Die wichtigen Sachen muss ich zensieren. Oh Gott. Flirte mit der Tänzerin und berühre sie, um ihre Sympathieanzeige zu erhöhen. Achte da aber darauf, dass der Rausschmeißer nicht sieht, wie du grabst oder du fliegst raus. Aha. Benutze R, um die Kamera zu drücken, um die Perspektive zu wechseln. Drückst du, um zu flirten, halte R, um die Tänzerin zu berühren und Tanz zu beehren. Ah, da. Ah, guckt euch das mal an. Ah, das ist der Türschmeißer. Ah, okay. Hey, your ass is hot. No touching, that's the regular. Oh, okay. Wieso ist der Türsteher eigentlich da? Können wir den nicht rausschmeißen? Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Türsteher guckt uns voll zu. Eieieiei. So, jetzt ist der Türsteher weg. Ah. Oh. Okay. Baby, you fine. Der Türsteher sollte mal wieder weggehen hier. Hau ab, Türsteher! Türsteher, geh weg, du! So, die Sympathie steigt schon sehr stark an. Oh, guck dich mal das hier an. Na? Jetzt können wir sie berühren. Okay. So, dann gehen wir mal. So. Sympathie ist ja nicht ganz gestiegen. Weiß ich nicht, was man da machen muss, dass die Sympathie ganz steigt. Aber interessant auf jeden Fall gewesen. Türsteher, hau ab. So. Ja, interessant, interessant. Hätten wir das auch mal erlebt hier sozusagen. Auch wenn ich jetzt viel zensieren muss. Tut mir leid, Leute, aber da ist schon des Öfteren mal auch ein Video gestrikt worden oder gelöscht worden, was ich mitbekommen habe, wenn man nackte Brüste zeigt, weil das ist in der USA irgendwie sehr anstößig und deshalb muss ich da wohl viel zensieren, dass ihr das alles nicht sehen könnt, aber so im Groben und Ganzen könnt ihr schon ein paar Formen erkennen und ich muss sagen, es sieht alles ganz gut aus hier in dem Spiel und das für nur HD, also ne, es ist schon mal eine ganz andere. Und wenn es dann noch in den Next-Gen-Konsolen kommt, wird das eine ganz andere Hausnummer sein. So, wo werden wir jetzt hingehen? 308 Dollar haben wir. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen Kohle machen. Oder hier mal zu Simeon gehen. Ja, gehen wir mal zu Simeon. Da, bei dem waren wir jetzt auch schon ein Weilchen nicht mehr. Markieren uns die Route. Und dann fahren wir mal zu ihm hin. Wow, das wollte ich doch nicht. Ich wollte doch da lang fahren. Okay. So, Simeon ist ja ganz in der Nähe hier.
Können wir ja nicht allzu viel falsch machen. Wow, da waren die Bullen, glaube ich. Und wir driften hier voll rum. Hätte jetzt nur noch gefehlt, dass wir wieder in die Reihen karren. So, hier muss doch irgendwo Simeons... Ah, genau, hier ist Simeons Werkstatt. So, benutzen wir mal den öffentlichen Parkplatz. Premium Deluxe Motorsport. Jawohl. You're a racist. What? What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Excuse me. Wait. That boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean, a mentor? Don't worry about that. Okay, so what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments, huh? Just go and get it. The house is on Hampstead, off Eclipse. It's an SUV. Okay. Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry. Okay. It. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? So, kriegen wir schon hin. Ach, dann hauen wir auf die Fresse. So, steigen wir in unsere Karre ein. Dann holen wir die Karre zurück. So. Also haben wir irgend so ein reiches Söhnchen hier, was sich eine Karre gekauft hat. Mit Wucherzinsen selbstverständlich von unserem Simeon. Aber er kann wahrscheinlich die Karre mehr kaputt machen, wie er abzahlen kann. So, und das geht natürlich gar nicht. Da holen wir uns die Karre jetzt schön mal zurück von dem Aff. So, hier war es rechts rein. Jawohl. Einen Bus müssen wir uns auch mal klauen. Wird bestimmt auch ganz interessant. Ja. Und jetzt sagen wir, wie wir die Mission dann gemacht haben. Wow. Ja. Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, my employee of the month. Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure. You will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simi? Do not talk to me about easy, you thief. Okay, jetzt hat er rausgefunden, dass wir das Motorrad geklaut hatten. Das hatte ja Lamar mitgenommen, jetzt hat das auf einmal nicht mehr. Der Arsch, jetzt hat er ja so einen komischen Lieferwagen. So, hier ist aber schon eine noblere Gegend, das sehen wir schon. So, wir müssen also vom Haus ran an die Karre. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. Finde einen Weg ins Haus. Und das sollten wir doch hinkriegen. So, können wir einfach anklingeln. Ah, da ist ein... Da mäht einer Rasen. Vielleicht können wir ja irgendwo hier drüber klettern. Vielleicht von hinten. Das hier scheint das ganze Grundstück zu sein. Nee, können wir nicht drüber klettern. Oh, hier vielleicht. Ah, da ist ein Pool. Nee, hier können wir auch nicht reinklettern. Wo können wir hier rein? Hier muss es doch... Ah, hier können wir drüber. An der Ecke entlang wahrscheinlich. Drücke L3, um in den Schleichmodus zu wechseln. Im Schleichmodus verursachst du bei der Bewegung weniger Geräusche. Okay, die haben sogar einen eigenen Tennischor hier. So, wo müssen wir jetzt eigentlich lang? Können wir den Swimmingpool benutzen oder irgendwas? Ach du Scheiße. Drücke, um über das Auto auf das Dach zu klettern und das Fenster zu erreichen. Um über das Auto auf das Dach zu klettern und das Fenster zu... Okay. Aua, jetzt haben wir uns mal wehgetan. Ah, okay, hier können wir jetzt hochklettern. Ah, leise.
Eieiei. Oh. Vermeide es, die Bewohner zu alarmieren. Wenn du den Schleichmodus einsetzt, verbessert es den Schleichwert. Dad, you fucking idiot. Wir können auch jemanden lautlos ausschalten. Oh my god, seriously? My brother is such a homo. I think he has a medical problem. Wir wollen den nicht ausschalten, oder? Wir wollen nur die Karre besorgen. I still love him though. Okay, wie laut du bist, blaue Geräuschmarkierungen. Thank you, coach. So, wir sind hoffentlich nicht zu laut. Oh Gott, da sind die Eltern, oder? A real pro. Okay. You're a great student. Now just loosen up. Ach, schöne Wohnung. Okay. Wirklich? Like this? Yeah, loosen them up. Oh Gott, die lernen hier irgendwas. And follow through. Perfect. Oh, okay. I think I'm getting it. Okay. Okay, die lernen da. Wir müssen da runter, nehme ich an. Ooh, okay, Amanda. All right, now just follow through. God. Okay. Braked hips. You know that? Follow through. Ah, da ist der SUV. Bring das Auto zum Autohaus. So. Na schön, da haben wir niemanden umbringen müssen. Sehr gut. Und die liegen alle da und haben einfach das Auto unter der Nase weggeklaut bekommen. Da, wir sind doch mal Helden, hä? Und das mit unserer eigenen Karre. Simeon wird gewählt. Hey Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. If you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. So. Und das kriegen wir möglichst hin ohne Unfall. Oh That's Gott. A 9mm semi-automatic. Pushed against your skull. Well, look around. You just keep driving where you're going. Hey, come on, man. Okay. It was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely. Considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer. And I'll explain how the world really works. Okay. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon Yateri. Yeah, like so this businessman, he look legit to you? Look, man, this is just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yaterian, we'll work this out. Okay. So, jetzt fahren wir den erstmal dahin. Oh Gott, der Vater, der hat's echt drauf, muss man sagen. Hockt er einfach in der Karre drin und tut uns hier die Knarre an den Kopf drücken. Also, boah, da ist gerade ein Unfall passiert. Was hier alles losgeht, hey, das ist ja krass. Gut, dann müssen wir die Karre jetzt zu Simeon zurückbringen. Also hier geht's schon, wow, ab. Hey, man, it's Jess up here. Okay. So, da haben wir es gleich. Stop the car. Pull up. Wo ist jetzt Simeon? Hä? Wer bin das? Nee. Okay, wir halten die Karre jetzt einfach mal hier an. That the place? Yeah, this the place, man. Ja. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Okay, fahr durch das Fenster des Autohauses. I still got this gun to your head. Ja, Mann. So. Shitty situations, dog. Franklin, what the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker. Wow. Der Prügel ist Simeon. Um ein Ziel zu erfassen. Drück, um zu schlagen, um zu treten.
So, um auszuweichen. Da, kannst du aber an die Fresse kriegen. Um zu kontern. So. Der Stärkewert lässt sich durch Nahkämpfe und Sport verbessern. Zack, okay. You recognize this car? Does it look like it's worth 5 grand a month to you? You fucking racist. I'm telling you, this thing's gonna need some serious body work before it's worth 5 grand a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah. Did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. Wow, das scheint Michael zu sein, nehme ich an. So, jetzt spielen wir mal Michael hier. Bestanden. Komplikationen. Missionszeit 11 Minuten 4. Da kommst du nicht dran. Nickerchen im Grünen. Ach, wir hätten ja alles noch machen können. Verdammt, jetzt haben wir nur so wenig bestanden. Es ist möglich, zwischen Franklin und Michael zu wechseln. Halte gedrückt, um das Wechselmenü aufzurufen. Okay. Jetzt haben wir also Michael hier. Mit dem können wir mal ein Weilchen spielen. Hallo. So, hat er auch ein Handy? Ja, natürlich hat er das. Schnell speichern. Das wird auf jeden Fall auch Zeit. So, ja, dann speichern wir mal zwischen. Neuen Spielstand würde ich sagen. 3 von 15. Jawohl. Mal gucken, wie spät es ist hier bei uns. Okay, ich würde sagen, damit mache ich auch erstmal eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns das nächste Mal, wenn wir mit Michael eine Runde zocken. Oder mit Franklin. Schauen wir mal. Auf jeden Fall geht es erstmal ein bisschen weiter mit Michael. Bis dahin und Aloha, ciao, ciao, euer Kelle.